Das, was wir haben, ist ja der Erhalt von Dauergrünland. Das heißt, es wird immer schwieriger, auch mit Genehmigungen, dass wir so Wechselgrünland anbauen. Und es ist ja geplant, bis 2025 das in vielen Bereichen ja, zu verbieten, stark einzuschränken, je nachdem, wie die Nitratbelastung ist. Und in den Bundesländern, wo es jetzt noch machbar ist, auch die überlegen, dass es weniger wird. Und das bedeutet natürlich, dass wir über die Wiesenpflege und eine kontinuierliche Nachsaat dann versuchen müssen, unsere Grünland Flächen zu erhalten, zu verbessern. Das Thema ausgewogene Düngung und Kalkung haben wir natürlich jetzt auch vorher schon ganz oft besprochen. Aber das wird natürlich in den Bereichen schwieriger. Diejenigen, die Wechselgrünlandmöglichkeiten haben, das heißt, die eigentlich Ackerflächen haben, aber die als Grünland nutzen, die sind natürlich davon ausgenommen. Aber die klassischen Grünlandflächen, die komplett immer wieder zu erneuern, was jetzt mit Genehmigung möglich war, das wird dann doch deutlich schwieriger. Was eine Variante ist, wir müssen ja alle ab nächstes Jahr 4% stilllegen, zumindest die, die innerhalb der GAP sind. Aber man kann natürlich auch dann die Pufferstreifen, die wir bei nicht ständig wasserführenden Bächen oder Flüssen beziehungsweise nicht ständig wasserführenden Gewässern haben als Auflage, die können wir, wenn sie größer als 1000 Quadratmeter am Stück sind, auch auf die Pflichtbrache anrechnen. Die ist dann natürlich, wenn wir die Pflichtbrache machen, nicht beerntungsmöglich. Wer das Ganze normal macht, das heißt, dass er das nicht als Brache nutzt, der kann natürlich dann auch die Ernte machen. Das darf halt nur nicht gedüngt werden. Das heißt, da macht es immer Sinn, dass man dann ein Kleegras beziehungsweise einen hohen Anteil an Rotklee oder auch auf den trockenen Standorten mit dabei hat, damit man dann da auch sehen durch, weil ein Teil ist einfach eher bedingt, was man im Management macht. Ich gehe nur die ackerbaulich relevanten Themen durch. Glitz 5, das Thema Verringerung der Bodenschädigung und Erosion. Das ist ganz spannend, dass man mit einigen Betrieben auch spricht, die sagen, ah, bei den ganzen Auflagen, die wir haben, da muss ich mir überlegen, wegen den 210 oder 240 Euro, die ich bekomme, ob ich das denn überhaupt dann entsprechend noch beantragen will. Und da haben wir dann die Möglichkeit, beziehungsweise nicht die Möglichkeit, sondern was ja vor der GAP 23 kommt, vor den Bereichen ist ja, dass wir nach dem Bodenschutzgesetz arbeiten müssen. Das heißt also einmal die Verringerung der Erosivität, also der Erosionskataster, der ja bindend ist. Dann kommt die Düngeverordnung mit dem roten und gelben Gebieten. Und die beiden Dinge liegen immer vor der GAP, auch wenn jemand sagt, ich habe keine Idee, dass ich oder ich habe keine Lust, dass ich den Antrag stelle. Das muss er immer einhalten. Also da kommt eben keiner drum rum. Und dann ist es schon zu überlegen, ob man die Kombination mit den verschiedenen Klötzmaßnahmen dann im Betrieb vernünftig miteinander etablieren kann. Und es gibt ja viele Bereiche, in Baden-Württemberg ist es das Fakt oder in Bayern und in anderen Bundesländern, in neuen Bundesländern, in Westfalen gibt es auch ein Pull-up. Wo man das dann machen kann, also Kulturlandschaftsprogramme oder auch in Thüringen zum Beispiel. Und die Thematiken kann man dann damit relativ gut auch abgreifen. Im Glütz 6, das Thema der Bodendeckung, da haben wir ja gegenüber der Greening-Maßnahme jetzt mehr Möglichkeiten. 80% müssen über Winter bedeckt oder begrünt sein. Das kann ich mit Zwischenfrüchten machen. Das kann ich aber auch mit Stoppelbrachen von Kornleguminosen, Getreide inklusive Mais machen. Das bedeutet aber, ich darf nach der Ernte maximal walzen. Ich darf keinerlei Bodenbearbeitung machen. Winterkulturen gehen, Mulchauflagen der Anderisse. Das geht natürlich vor allem bei Kannamais relativ gut. Und Mulchflächen, nicht wendende Bodenbearbeitung oder mehrjährige Kulturen, das ist natürlich auch möglich. Es gibt ein paar Ausnahmen. Das sind späträumende Kulturen, die dann in der Regel erst nach dem 1.10. auf der Fläche geerntet werden und die verbleiben dann oder müssen verbleiben ohne Bodenbearbeitung bis zum 15.01. des Folgejahres. Kartoffeln ist ein Thema, die davon ausgenommen sind, oder ein früher Anbau von Sommerkulturen vor dem 31.03. Wenn angebaut werden, verschiebt sich die Bodenbedeckung vom 15.09. bis zum 15. Also auch da gibt es ein paar Möglichkeiten. Schwere Böden, ein Tongehalt über 17%, also die Sekundenböden sind davon ausgenommen. Die Mindestbodenbedeckung muss man auch bis zum 15.10. sein. Ab dann kann ich auch in den Boden eingreifen und dort entsprechend arbeiten. Pflanzbaulich haben wir das Thema, dass wir natürlich gezielt nachsehen können, dass die Bodenbedeckung dann immer gut funktioniert.
Und wir haben auch das Thema dann der Unkrautunterdrückung, vor allem der grünen Brücke, die wir dann ja weniger nutzen, vor allem in den Regionen, wo wir ein Thema haben, dass wir wenig Möglichkeiten haben, zum Beispiel im Bereich Fuchsschwanz einzugreifen, weil vielleicht auch Herbizide dann noch weniger waren. Die meisten werden es ja mitbekommen haben, dass die Aussicht, dass im nächsten Jahr Glyphosat nochmal breit zugelassen wird, relativ gut ist. Die EFSA hat sich ja entsprechend dafür ausgesprochen, die Zulassung nochmal zu verlängern. Also von der Seite her könnten wir in 2024 auf jeden Fall nochmal Glyphosat haben. Was dann kommt, müssen wir eben sehen, was noch dazu kommt. Beim Glyzin, beim Fruchtwechsel, jeder Betrieb über 10,01 Hektar muss das haben. Das heißt, 30% der Ackerfläche müssen eine andere Hauptfrucht haben als im Vorjahr. Oder ich kann auch Mais nach Mais machen. Dann brauche ich einfach den Anbau von der Zwischenfrucht oder eine Untersaat dazwischen, die vom 15.10. bis zum 15.2. steht. Da kommen wir dann auch noch bei dem Thema, was so die Futterknappheit angeht, dazu. Da könnten wir uns ja überlegen, durchaus, wer jetzt Mais nach Mais macht oder wer auch schon in 21 Mais angebaut hat, in 22 und jetzt in 23, dann wird es ja eine Überprüfung geben. Der könnte dann auch im nächsten Jahr nochmal Mais nach Mais machen, allerdings halt nicht nur rein Mais, sondern er müsste dann Mais-Bohnen-Gemenge machen und damit aber auch dann eine Zwischenfrucht oder eine Untersaat etablieren. Und das wäre jetzt zum Beispiel bis 3 bis 4 Wochen vor der Ernte mit einer Drohnenaussaat noch relativ gut. Ohne Zwischenfrucht darf keine Hauptfrucht 3 Jahre hintereinander auf der gleichen Fläche stehen. Ausgenommen sind natürlich mehrerjährige Kulturen wie die Brache oder zum Beispiel auch das Thema Saatguterzeugung. Wie sich das zusammensetzt, denke ich mal, ist das überhaupt kein Thema. Platz 8, was die Stilllegung angeht. Auch da ist so, dass nicht produktive Flächen oder Landschaftselemente bis 4% stillgelegt werden müssen. Das 5. % gibt es dann ja noch eine zusätzliche Förderung bis 1.100 Euro. Dann geht die Förderung weiter zurück. Und auch da gilt im Endeffekt das Gleiche wie bei dem Thema des mehrjährigen Anbaus. Platz 8. Wenn es eben darum geht, ob jemand jetzt die Brache macht oder nicht macht, ich persönlich würde immer eine gezielte Brache machen, vor allem dann, weil ich auch die Bestände ein bisschen lenken kann. Wir haben jetzt in Schleswig-Holstein mit dem Andreas Wrede ein paar Versuche, die jetzt halt schon beerntet wurden. Und das Mulchen zum Beispiel von dem Kleebestand bis zum 31.03. und dann wieder eben ab Ende August bringt ungefähr 120 bis 150 Kilo Stickstoff ins System. Also so, dass zumindest die Brache auch einen Sinn hat. Und ich habe den Vorteil, dass wenn ich bis zum 31.03. einmal mulch und dann wieder auch sehr wahrscheinlich der Fuchsschwanz deutlich unterdrückt werden kann. Verbot von Dünger- und Pflanzenschutzmittel, Begrünung geht natürlich auch oder eine aktive Begrünung. Und bei der aktiven Begrünung ist nur darauf zu achten, dass es zwei verschiedene Arten sind. Also es wird zum Beispiel Rotklee, Schwedenklee gehen. Wer in Lagen ist, wo auch Mäuse ein Problem sein können, dem würde ich immer empfehlen, dass er so 3 bis 4 Kilo Steinklee dazu nimmt und einen Repellenteffekt hat gegen die Mäuse und auch ansonsten gegen Wühlmäuse zum Beispiel und auch Maulwürfe. Und deswegen macht sich das ganz gut, wenn. So setzt sich dann die Stilllegung, die Kosten zusammen. Ich denke, das hat jeder schon mal gesehen. Wie gesagt, das 5. % der Stilllegung, dieses 1% bringt nochmal 1.300 Euro. Aber nur das 5. %, nicht wie viele gedacht haben, wenn ich statt 4, 5% stilllege, dann bekomme ich für alle 5% die 1.300 Euro, sondern die gibt es tatsächlich nur zusätzlich zu der normalen Forderung von 1.300 Euro nur beim 5. %, aber damit habe ich dann ja in Summe 200 Euro mehr bei der Stilllegung, wenn ich es mal auf die 5 Hektar runternehme. Altgrasstreifen, Dauergrundlandflächen 2 bis 3, 4 bis 6%, haben wir dann nochmal die Thematik, dass wir zwischen 9 und 400 Euro pro Hektar bekommen. Die Eco-Schemes sind, denke ich, auch relativ klar. Da muss jeder Betrieb sich überlegen, was er machen will. Das Schlimme ist auch dabei, dass zusammen mit der Förderung im FACT oder im QLAB jedes Bundesland nahezu eine unterschiedliche Auslegungsverordnung hat. Und deswegen muss man sich beim seinem Amt für Landwirtschaft oder bei der Kammer tatsächlich auch befragen, was dort möglich ist. Aber es gibt wirklich vor allem für Futterbaubetriebe geschickte Kombinationen, das entsprechend anzugehen.